Ich würde sagen, wir starten. Schön, dass ihr zahlreich da seid, dass ihr euch verteilt habt auf den Raum. Wir machen das verhältnismäßig kurz. Wir haben am Wochenende jetzt 14 Pitches gehabt in 4 Sessions über die ganze Zeit verteilt, mit viel Community-Beteiligung, viel dabei auch über den Stream. Da sind wir froh drüber, dass die technischen Möglichkeiten genutzt wurden. Wir hatten eine Menge von smarten Farming-Lösungen zu digitalem Nachlass, zu sozialen Plattformen für nachhaltigeren Konsum. Alles war dabei. Und wir hatten vor allem eine bezaubernde Jury, die dabei geholfen hat, die Unterfangen nochmal kritisch zu beleuchten. Und ich würde direkt mit denen anfangen und die gerne auf die Bühne bitten. Das ist Anna Hilger, Yvonne Zwick, Frank Karliczek, Professor Dr. Volker Wulff. Einfach der Reihe nach gerne Lydia Neuhuber, Dr. Felicitas Breitenbach und unser Ehrenmitglied Raimond. Wo ist der Klicker? Magst du mir den Klicker? Wie ihr alle wisst, gibt es 2 SiegerInnen an diesem Wochenende. Pro Tag wird ein Bitsbaum verliehen. Das Ranking besteht, wie ihr alle wisst, 50% aus der Community und 50% von der Jury. Das war heiß umkämpft, es gab viele Meinungsverschiedenheiten, aber am Ende des Tages gibt es nun mal nur 2 GewinnerInnen. Und wir machen das ganz kurz und kräftig, wie mit einem Pflaster sozusagen. Das ist die Jury, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Und die GewinnerInnen des ersten Slots sind Fanin. Die, soweit ich gesehen habe, nicht hier sind. Magst du auf die Bühne? Ah. Genau, wollte sagen, stell dich gerne neben uns. Halt mal hoch, was du bekommen hast. Es gibt einmal einen biologisch abbaubaren, physischen Bitsbaum sozusagen zum in den Hände halten. Und es gibt natürlich noch einen richtigen Baum, der steht in Berlin, den könnt ihr begutachten. Und da wird in ein paar Wochen auch Fähnen draufstehen. Das heißt, ihr könnt den richtig besichtigen. Genau. Der zweite Tag heute, da haben wir eine Gewinnerin und das ist Time Prince. Und jetzt würde ich sagen, stellen wir uns alle nochmal für ein richtig schönes Foto zusammen. Johanna, mach den Abschluss. Genau, ich wollte nochmal Danke an euch alle sagen, dass ihr da wart, dass ihr unsere Verzögerungen irgendwie verkraftet habt, die Geduld mitgebracht habt, die technischen Schwierigkeiten alle netterweise übersehen habt. Und vor allem finde ich es cool, dass ihr irgendwie Bock habt, also direkt an die Startups gerichtet, unsere Welt von morgen hoffentlich ein bisschen besser zu machen. Das ist jetzt ein sehr Klischeesatz, aber genau, ich wünsche euch alles Gute